Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2014 in der Saison-Challenge nach dem Last-Minute-Sieg. Foto-Finish-Sieg kann man es auch nennen. In Kanada geht es jetzt auf zu meiner Lieblingsstrecke nach Belgien mit folgenden Informationen. Und zwar, es bleibt sonnig, fantastischer erster Sieg und auch die Renndaten. Und ich würde sagen, da ist es sonnig bleibt und da wir einfach diesen Elan, diese Siegeslust mitnehmen, wähle ich jetzt als Rivalen. Komm, wählen wir die alten Haare, komm, wählen wir meinen alten Haare, komm, nehmen wir Massa. Ich bleib ja eh im Team von Marussia bis zum Saisonende. Mein neuer Vertrag wurde nicht unterzeichnet. Überraschenderweise, geht da ja auch. Boah. Ja, Schrappplatz macht viel aus. Also das Wohlmanöver auch in der ersten Kurve in Kanada war richtig gut. Und jetzt sind wir hier in Belgien. Da fehlt mir der Abtrieb. Da wird mir der Abtrieb auf den schnellen Kurven fehlen. Definitiv. Auf der Rouge bin ich gespannt, ob man die mit Vollgas fahren kann in Marussia. Oder ob ich die mal komplett versemmle jetzt gleich. Also das ist jetzt auch mal schwierig. Das Setup bleibt gleich. Da ändere ich nichts dran. Um das mal kurz zu fassen. Ja, Schrecken irgendwo, was geht denn, das ist immer das gleiche, oder? Die Schrecke in Spa führt durch eine malerische Welt, naja, das ist das gleiche wie 2013. Aber ich würde sagen, wir wollen keine Zeit verlieren, oder? Wir machen das Qualifying. Startplatz 4 waren wir in Kanada und konnten wir auf den Sieg fahren. Hier den Sieger rauszufahren, halte ich eigentlich für unmöglich, weil hier war immer, hier war 2013 mit der Windschatten extrem der Begleiter beim Überholen, oben nach Rouge. Wieso habe ich eine andere Kamera drin gehabt? Weiß ich nicht. Ich habe sie gerade geändert. Und ja, ich habe meinen richtigen Vorsprung jetzt schon mal herausgefallen. Gegen Sebastian Vettel. Spaß sollte mir liegen. Jetzt die legendäre Rouge. Ich bin gespannt. Geht die voll? Ich fasse voll. Ja, die geht voll. Ohne Probleme. Unruhig das Auto hier im Mittelteil natürlich jetzt. Und da hier wieder unruhig beim Ausgang. Diese schnelle Links. Mit Vollgas geht das nicht in der Kurve, okay. Aber ich bin noch vorne, das wundert mich bis jetzt. Ja, und das ist ja mal eindeutig, wo ich die Zeit hier verliere jetzt. Hier im Mittelteil nämlich. Ja, da fehlt mir deutlich der Abtrieb. Und dann so ein kapitaler Querschier, den ich mir da selber eingebrockt habe. Ja, also im Mittelteil deutlich. Deutlich. Diese schnelle Links, diese schnelle Doppel-Links, die kann ich einfach nicht entsparen. Da verliere ich echt extrem viel Zeit. Achter Gang erreicht man auch hier in Marussia, okay. Logisch, dass ich hier noch abschließe. Neunter, glaube ich. Ja, wieder in der Position 9. Puh, wieder beide Mercedes vorne. Das wird so ein Hamilton-Duell hier. Ich habe 3 Punkte Vorsprung, glaube ich, oder? Ne, 7. Ne? Wie viele Punkte habe ich denn jetzt? Vorsprung? 3, doch 3, doch 3, es sind ja nur 3, stimmt, wenn ich habe ja beide Rennen nicht gewonnen. Hamilton auf der 1 vor Rosberg, Alonso auf der 3, Sebastian Vettel auf der 4, Ricciardo 5, Massa 6, Bottas 7, Raikkonen 8, 9. ich und 10. dann Nico Hülkenberg. Position 9. In Spielberg sind wir dann 2. geworden. Ihr erinnert euch, das war das erste Rennen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt sein wird. Hier in Spa. 5 Runden ist es hier extrem lang, weil die Runde auch so extrem lang ist. Ohne Umschweife auf in die Startaufstellung. Ohne irgendwie zu sagen. Einfach nur raus. Schöne Landschaft hat sich aber auch nicht. Ne, eine Grafik hat sich echt nicht viel geändert. Position 9. Wie viel kann ich nach Rouge noch gut machen? Das ist die Frage.
Hamilton hat freie Sicht nach vorne, sieht die erste Kurve, die nicht allzu lang ist. In 2013 habe ich immer gesagt, ich wäre immer froh gewesen, wenn die gerade nicht so lang ist. Ich muss sagen, ich bin froh, wenn die Kurve gerade ein bisschen länger ist. Spa, meine Lieblingsstrecke. Und das beginnt jetzt. Oh, sorry, wer das auch immer war. Es war auf jeden Fall ein Red Bull. So, Position 4. Keine Strafe dafür bekommen. Jetzt Rouge hoch. Versuch noch mal, was im Windschatten gut zu machen. Hamilton mit attackiert. Ah, ich saug mich näher. Und das reicht, um die zwei zu überholen. Aber Hamilton wieder vor mir. Und den werde ich irgendwie nicht mehr überholen können. Es sei denn, ich bleib jetzt wirklich dran. Immer Ruscha. Ah, bis jetzt kann ich noch dranbleiben. Aber oh, schau dir mal, der tut nicht mehr PS. Ja, hier fehlt mit definitiv Abtrieb. Also hier merkt man die Mercedes-Dominanz dann doch schon wieder, dass man gegen die keine Schnitte hat. Oder nur sich schwer verteidigen kann. Deswegen müsste ich mir eigentlich schon mit Position 3 zufrieden geben in der Fahrer-WM hier. Eine Sekunde habe ich Rückstand. Ja, vielleicht komme ich doch noch mal ein bisschen ran. Ja, guck dir mal die Topspeed-Vorteile von Rosberg an hinter mir. Das Auto hat keinen Topspeed. Das Auto hat einfach keinen Topspeed. Was hat denn der für einen Motor drin, der Morbus? Ich glaube, der Ferrari-Motor, oder? Ich glaube, die haben Ferrari-Motor. Also hier hole ich extrem viel auf. Das kann ich vielleicht noch mal im Windschatten fahren, aber der fährt so gut raus. Der hat so eine Topspeed. Obwohl, ich bin in Windschatten. Nee, da muss ich auf DRS warten. Also, ich muss versuchen, diese Runde noch dran zu bleiben. Dann kann ich vielleicht Hamilton nochmal attackieren. Also, ich muss dran, ich muss eine Sekunde dranbleiben. Das ist ganz wichtig. Die Kurve haben wir schon analysiert, da verliere ich so viel Zeit. Das war vorher mal so eine 2- oder 3-Gang-Kurve. Jetzt bin ich näher dran noch. Rosberg muss abreißen lassen. Jetzt fahre ich noch im Windschatten hinter ihm, ja. Was merkt man? Das merkt man wieder so deutlich. So, der ist jetzt gleich aktiviert. Hamilton, kannst du doch ein bisschen schneller fahren? Denn durch, also wirklich, langsam kurven, das kann die KI immer noch nicht. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich hier schon vorbeiziehe. Und mich dann versuche zu verteidigen auf der langen Geraden. Oh ne, zu zweit durch Urush. Gerne, Hamilton, bitte. Bitte. Zu zweit durch Urush. Ja, der ist, habe ich keine Chance. Zu zweit durch Urush. Also das ist ja mal richtig geil gemacht.
Aber ich habe ihm auch Platz gelassen, muss man aber auch mal fairerweise sagen. Ich habe ihm richtig viel Platz da auch gelassen. Und ich kleb dir am Heck. Und das spricht wörtlich. Schau doch einen Gang runter. Ja, hier verliere ich 7/10 mindestens. Aber ich muss nur dranbleiben. Und nicht abfliegen. 0,8, 0,9, okay. Rosberg wieder hinter mir. Das wird ganz schwierig, den da zu halten. Gut, den Rosberg eigentlich jetzt nicht. Den habe ich nämlich nicht so sehr auf der Rechnung jetzt. Aber jetzt kommt der auch noch. Jetzt greift er mich auch noch an. Kein DRS. Jetzt bin ich hier gespannt, jetzt bin ich hier im Windschatten. Also hier verliert die für die KI so sau viel Zeit. Aber jetzt, ja, jetzt kriege ich gleich DRS. Ich würde sagen, Hamilton wird da keine Schnitte gegen mich haben. Ja, hat er keine Chance. Auch wenn ich hier mal ruhiger nur fahre, hat er keine Chance. 7. So, jetzt muss ich natürlich den Mittelteil überstehen und dann muss ich gleich, von ihm das DRS noch abwenden können, ja. Also das wird dann wirklich wieder Armutaufgabe. So, hier wird dann gleich Hamilton richtig rankommen. Ja, deutlich. Oh, das muss jetzt auch nicht sein müssen. Ja, da fährt natürlich Hamilton jetzt an mir vorbei. Aber ich falle in seinen Windschatten. Das heißt, ich krieg gleich TRS. Wir fahren durch Kurven, wo man gar nicht so weit fahren sollte. Ich würde mal jetzt diskutieren, ob der mir da keinen Platz gelassen hat. Ist mir jetzt aber in dem Augenblick komplett egal. Alter Hamilton! Jetzt gebe ich mir aber meinen Vorteil weg. Ich wollte nämlich hier das DS nämlich haben. Den Vorteil gebe ich jetzt komplett ab. Ja, hallo Jungs! Hallo, ich bin keine Überrundung! Ich habe meinen Vorteil mir abgegeben, das war ein Fehler, das war echt ein Fehler. Weil jetzt weiß ich nicht, wo ich den Hamilton noch bekommen soll. Nein! Vettelfehler, Vettelfehler, Scheiße! Ah! Nee. Mann! Ich hab mir das selber. Ah, ich hab mir das selber kaputt gemacht. Ah! Ja, die Mercedes sind einfach echt ein Tick besser hier. Da kann das ja, das Auto zieht zu wenig. Das ist das Hauptproblem.
Oh! Oh, was für eine Manöver! Was für eine Manöver gegen Rosberg! Was für eine Manöver! Zweiter! Schadensbegrenzung! Alter Falter! Alter Falter! Boah, ey, das war mir so ein richtig geiles Rennen. Der liebe Massa hatte heute nicht gerade seine besten Karten. Er ist hinter seinem Kontrahenten ins Ziel gekommen und liegt im Duell der Rivalen jetzt 0-1 hinten. Ah, ich hätte das Ding sowas von gewinnen können. Ah, das wumpe ich jetzt ein bisschen, ja. Also ich habe den Fehler gemacht, dass ich Hamilton halt hinten drauf gefahren bin, der zu weit rausgekommen ist. In Kurve 1 der letzten Runde, deswegen hat er das DS bekommen. Das war mein Untergang. Und dann einer links, einer rechts, hat mich sofort an Michael Schumacher, Zonter und Häkkinen erinnert, die Situation. Aber ich war quasi im Zonter, nur ich wurde nicht überrundet. Ich war in einem Kampf drin. Also das hat dann Spaß gemacht. Also Hamilton gewinnt vor mir und dann Rosberg. Alonso auf der 4, Ricciardo auf der 5, Sebastian Vettel auf der 6, Massa, unser Rival, auf der 7, vor Bottas auf der 8, Hülkenberg 9 und Sergio Perez auf der 10. 4 Punkte Rückstand, da ist noch viel möglich. Immer noch Zweiter, ich glaube, es war immer noch Zweiter in der Konstrukteurs-WM. Ich glaube das nicht. Also wieder das nächste geile Rennen. Vor allem, wir sind immer zu zweit durch Urusch gefahren, das ging so gut. Also Mercedes ist schon stärker programmiert ein bisschen, ja, das merkt man schon. Man merkt auch die unterschiedlichen Motoren, habe ich das Gefühl. Man merkt ein bisschen den Mercedes, dass der wirklich, dass der besser zieht. Als jetzt Ferrari oder Renault-Motor, das merkt man schon. Spannendes Rennen, in Russland geht's weiter. Die Premiere in Sochi. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Formel 1 2014 in der Saison-Challenge.